So Leute, ihr seht's schon wieder, Secret Lair Time. Weil ich so oft gesagt habe, nein, ich kaufe mir die nicht. Die meisten nicht. Ich kenne ganz viele Leute, die Secret Lair kaufen. Und ein paar davon sagen immer so, hey Blacky, hast du nicht Bock, die auf deinem Channel aufzumachen? Dann sage ich, ja, mache ich. Weil ansonsten sage ich, kauf das nicht, nein. Die hier ist vom guten Domme, der ja auch schon 1-2 Secret Lairs für diesen Channel gesponsert hat sozusagen. Die gucken wir uns jetzt mal an. Das ist die Unfathomable Crushing Brutality of Basic Lands 13 Plus. Kann mir bitte irgendjemand bestätigen, dass diese 13 Plus auf den anderen nicht drauf stand? Das ist sehr, sehr strange. So. Das sind, wenn mich nicht alles täuscht, auch nur Basic Lands. Oh, ihr kennt mich, ich bin zu doof, solche Rubberbänder zu öffnen. Dann Secret Lair muss ich nicht viel zu sagen. Mittlerweile ist es ja schon fast anderthalb Jahre im ganzen System drin. Und deshalb hier um dieses komische Backpapier nehmen wir direkt mal weg. Und dann gucken wir uns mal an, was diese Box zu bieten hat. Ja, da steht es auch wieder drauf. Sie ist ein bisschen schief, kann das sein? Seht ihr das? Das finde ich ein bisschen schade. Ich kann sie nicht drüber drücken. Also qualitativ wieder eine Glanzleistung, sogar die Verpackung zu versauen. Bitte. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt... Ich kriege die auch nicht auf, oder? Doch. Aber dann kriege ich sie denn zu, sodass sie gerade ist. Ja, okay. Qualitativ muss man die Packung nacharbeiten, damit sie gut ist. Ansonsten, wie immer, es fühlt sich super, super an. Das ist dieses Samtpapier, oder wie sich das nennt. Ich glaube, es heißt Samtpapier. Und Basic Lands, gucken wir uns die mal an. Ich liebe Basic Lands, ist hier unten. Jawohl, da ist auch was drinnen. Das gucken wir uns später an. Gucken wir uns mal an, was wir hier haben. Ich finde das mittlerweile ganz cool, dass sie die in so ein Plastikteil einschweißen. Ich fände es cooler, wenn sie jede einzelne Karte darin einschweißen würden. Ich weiß, die Leute, ich sage immer, kein Plastik, macht kein Plastik. Und hierbei sage ich, schweißt mehr ein. Hierbei wird es halt Sinn machen. Weil wir wissen ja alle, die Qualität dieser Karten ist nicht so berauschend. Ja, es geht um Basic Lands. Das hier ist die Ebene. Die Ebene ist wunderhübsch. Hier oben mit den Runen, mit dem Totenkopf, mit diesem Zirkel drumherum hier, mit zwei Schwertern, vier Schwertern. Und das hier in so einem Golden, das sieht schon cool aus. Oh mein Gott, seht ihr das? Auch diese Namensdinger. Das ist die Plains, Alter, mit diesen beiden Skelett, Tod, irgendwas, diesem Mountain und... Oh, das ist schon sexy. Das ist... muss ich leider sagen, das gefällt mir sehr gut. Die Qualität wirkt auch sehr, sehr gut. Oh mein Gott. Ich bin neidisch. Ich hätte diese Zigarette auch gerne gehabt, glaube ich. Natürlich jetzt nicht für den Zweitmarkt, weil auf dem Zweitmarkt kostet sie wieder unendlich viel. Aber ich hätte sie mir doch kaufen sollen von... Von wem ist denn diese Ding? Von Mark Riddick. Hat er noch mehr gemalt? Ich weiß es nicht. Ja, wir haben hier diese Skelette, die so rumkommen mit dem Totenkopf. Alter. Jetzt fehlt uns... Cool. Hier oben mit den Kerzen, mit den... und diesem Totenkopf mit diesen flammenden Augen. Richtig cool. Also, das triggert halt bei mir natürlich mein Mettlerherz. Ihr wisst, ich höre Metal, ich bin nun mal Mettler. Hat man vielleicht auch schon mitbekommen bei der Auswahl an Sachen, die ich so habe. Und das triggert halt auch wieder hart. Das passt sehr, sehr gut zu diesem aktuellen Stil auch von Kaltheim und anderen Sachen. Das ist sehr, sehr cool. Und der Forest, den finde ich wiederum ein bisschen langweilig. Hier mit diesem ganzen Geäst. Da sind überall Pilze dran. Das ist Geäst mit Pilze. What the fuck? Hier sind Ahornblätter, hier ist das der Kopf, Totenkopf drin. Das Grün kommt auch nicht gar nicht so geil rüber. Das Rot ist hier schon sehr cool. Auch das Schwarz, das Blau, das Weiß. Das ist cool. Ich mag die Basic Lands. Ich muss es ja zugeben, ich mag die Teile. Ich finde sie hübsch. Und ich finde es schade, dass ich mir die hier nicht selber gekauft habe. So. Und wir haben unten drunter, ich bin mir nicht mehr so sicher, mittlerweile sind es, glaube ich, immer dieselben Karten. Am Anfang war das noch random. Aber mal gucken, was wir haben. Wir haben einen Sumpf. Okay, du bist hübsch, kommst mir aber irgendwie bekannt vor. Warum kommt mir dieser Sumpf denn so bekannt vor? Gemalt von Andreas Roscher. Mal abgesehen davon, dass hier noch 2020 draufsteht. Seht ihr das? Ich werde reingezoomt haben. Ist es ein ganz hübscher Sumpf, aber der kommt mir bekannt vor. Wait, das ist doch ein Sumpf
aus Jumpstart, oder? Oder vertue ich mich da gerade? Das ist doch ein Jumpstart-Sumpf. Hier mit dem Avacyn-Zeichen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Jumpstart ist. Wow, machen sie jetzt Jumpstart-Länder in Foil? Oh, shit. Das könnte teuer für mich werden. Die packe ich mal nicht aus, aber... What the fuck? Ernsthaft? Ich meine, ich mochte das Shattered Glass, aber das ist ja billig. Also, es gibt sehr schöne Jumpstart-Länder, aber... Wow. Das gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, ob in anderen Jumpstarts ein anderer Sumpf drin ist. Das werde ich mal herausfinden und euch hier kurz die Antwort einblenden. Und je nachdem finde ich das schlecht oder noch schlechter. Das finde ich nicht cool. Das finde ich nicht cool. Die hier finde ich cool. Die finde ich wirklich, wirklich cool. Außer den Forest, der ist ein bisschen langweilig. Aber ansonsten sind die echt nice. Und ja. Gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich konnte euch hier was zeigen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Neuer Blacksheath. Ciao, ciao.